Das Intuvia-Display wird über die An- und Aus-Taste angemacht. Das System fährt hoch. Wir sehen die Geschwindigkeit, die Unterstützungsstufe und hier das Hauptmenü. Über die Minus- und die Plus-Taste kann die Unterstützungsstufe angepasst werden. Es gibt 5 verschiedene Modi. Der Off-Modus bedeutet, dass keine Unterstützung vorhanden ist. Eco-Modus haben wir ein wenig Unterstützung. Tour-Modus ein bisschen mehr Unterstützung. Sport-Modus noch ein wenig mehr Unterstützung. Der Turbo-Modus bietet uns die maximale Unterstützung. Über diese Informationstaste oder diese Informationstaste kommen wir im Hauptmenü einen Punkt weiter. Wir können uns neben der Uhrzeit, die Maximalgeschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Fahrzeit, die Reichweite bezogen auf die Akkuladung und den Modus, die Gesamtkilometer und die Tageskilometer anzeigen lassen. Die Tageskilometer, die Fahrzeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit und die Maximalgeschwindigkeit können zurückgesetzt werden, indem wir die Reset-Taste lange drücken, bis das Ganze auf Null springt. Die Gesamtkilometer können natürlich nicht zurückgesetzt werden. Über die Lichttaste kann das Licht manuell an- und ausgeschalten werden. Über die An- und Aus-Taste kann ich das ganze System wieder ausmachen. Und das Display sollte immer abgenommen werden. Dazu gibt es auf der Oberseite einen kleinen Hebel. Diesen nach unten drücken, das Display nach oben wegschieben. Zum Aufsetzen das Display ganz reindrücken und das Fahrrad ist wieder startbereit.